Hallo Freunde, ich freue mich, euch zu einer neuen Folge von Woodroof and the Snipple of Azimuth begrüßen zu dürfen. Wir sind immer noch in dieser elenden Fabrik hier. Und ja, bis dahin haben wir es ja rausgefunden. Also den Hut richtig machen, den die Kiste legen, da, bis es dahin fährt. Ja, und dann, ich habe schon recht gehabt, man muss richtig stehen, um damit es mit der Kiste weitergeht. Damit Woodruff die Kiste fängt. Wenn wir da stehen, wo wir jetzt stehen, da fängt er sie zwar, jongliert das ganze Ding aber und schmeißt dann irgendwo hin. Und das ist nicht richtig. Die richtige Stelle ist ungefähr hier, da wo das ein bisschen so heller ist, von der Pfütze her. Da müssen wir hinstehen und ja, da müsste es dann richtig sein. Es ist ganz schön schwierig, das zu finden, vor allem, weil man ja diese langen Laufwege hier hat. Und dann jederzeit das wieder ganz komplett neu machen muss. Und dann passiert das. Dann dauert es auch wieder länger, bis man wieder an der Stelle da ist, wo man hin muss. Und dann muss man halt versuchen, sich richtig hinzustellen. Ja, das ist halt wirklich ein bisschen versuchen, bis man die richtige Stelle erwischt hat. Und wenn man es nicht erwischt hat, muss man alles wieder von vorne machen. Das ist ein bisschen lästig. So, jetzt müssten wir uns hier herstellen. Da, wie gesagt, da wo es ein bisschen heller ist, so müsste es eigentlich passen, glaube ich. So, jetzt noch den Daumen drauf machen, damit das Ding richtig schön geknotet werden kann. Und ich glaube, dann müsste es fertig sein. So, wir haben es fertig gemacht. Dann lasst uns nochmal mit den Aufseher reden. Also Chef, ist diesmal in Ordnung? Hab schon Besseres gesehen. Nun, ich hab's trotzdem geschafft. Oh, aber das war nicht einwandfrei. Das zlottete ganz schön. Aber Chef, ich hab mein Bestes getan, ich schwör's Ihnen. Ich weiß nicht, ob ich dich behalten kann. Du kostest mich zu viel. Ui, ei, oi. Ja, ich glaube, dieser Chef hat's ein bisschen übertrieben. Ja, und willkommen. Willkommen in der Irrenanstalt. Woodruff? Aufwachen. Unser Inventar ist auch leer. Okay, wir sind wach. Autsch. Passiert das eigentlich jedes Mal wieder? Ja, okay. Ich denke, unsere Aufgabe ist relativ klar. Wir müssen hier ausbrechen. Und wir sind in der Irrenanstalt, wo ja auch schon der eine Weise sein soll, von dem wir gehört haben. Ich glaube, der Fruchtbarkeitsweise war das. Können wir damit machen oder müssen wir das mit dem Schloss machen? Ah, naja. Eine Schraube. Okay, das ist aber ganz schön gefährlich hier. Mit dieser Schraube, wo da drin ist. Probieren wir das mal mit dem Schloss aus. Hallo? Ah, das scheint nicht zu gehen. Die Schraube mit dem Schloss? Okay, das war's. Wir sind draußen. Sehr schön. So, Irrenanstalt. Was haben wir alles? Wir haben einen Schrank. Okay, da ist was, eine Befestigung. Da können wir doch die Schraube benutzen, um diese Befestigung... Ja, gut. Dann müssen wir den Dinger doch aufkriegen.
Und wir haben unser Inventar wieder. Wir sind zwar immer noch in der Zwangsjacke, aber wir haben unser Inventar wieder. Sehr schön. Gut. Die Schraube kriegen wir nicht wieder. Das kriegen wir nicht wieder. Dann können wir mal mit den ganzen Leuten hier reden. Wir haben zum Beispiel ein völlig desorientierter Autor. Was für eine Ungerechtigkeit. Ich bin von so viel menschlichem Elend betroffen. Was für eine Ungerechtigkeit. Ja, okay. Ich bin von so viel menschlichem Elend betroffen. Sagt er das bei jedem? Was für ein bedauernswertes Schicksal, wenn das kein Elend ist. Sagt fast immer dasselbe. So, Bursche! Hey da! Verlorene Mühe, das bringt nichts. Okay, wir haben einen normalen Verrückten. Die Wasserflasche? Ah, nee, das ist wahrscheinlich... Ich verstehe, warum er dorthin gekommen ist. Er ist ein ehemaliger Steuereintreiber. Das macht sie fertig. Er murmelt eine Nummer. Gne? Bns? Glapp? Po? Gne? Okay, können wir das mit unseren Trabazon mal schauen? Was das für eine Nummer ist? Steuerbehörde, oder? Gne, Bns, Knapp, Blo. Steuerbehörde. Was passiert, wenn wir da anrufen? Können wir das überhaupt machen, wenn wir jetzt noch gefesselt sind? Ja, ich hab's falsch ich hab falsch gedrückt. Ja, okay. Ich würde sagen, versuchen wir erstmal aus dieser Jacke rauszukommen. Was für ein Elend! Das ist erschütternd! Nee, wir probieren es doch mal. Ich habe mich doch entschieden. Wir probieren es doch. So, Knee. Bins. Glapp. Und Po. Was passiert, wenn wir da anrufen? Guten Tag, hier ist die Auskunft für Modellbürger. Unsere Dienststelle ist rund um die Uhr besetzt. Wir beraten Sie, wie Sie immer mehr Steuern zahlen. Wir hören Sie. Geben Sie bitte Auskunft über Ihre aktuelle Situation. Helfen Sie mir bitte! Ich wurde in krimineller Weise im Freudenhaus eingesperrt! Ah, dort unten sind Sie! Zahlen Sie die Steuern für Zwangsjacken und Trichter? Ich sagte Ihnen doch, ich brauche Hilfe! Helfen Sie mir raus! Alles andere später! Mein lieber Herr, ich kann doch nicht den Bürgern die Steuerbuchhaltung abnehmen! Ein Barte des Schnippels, du gehst mir auf den Wecker, du Vollgeisteskrüppel! Okay, das hat ihn so in Rage versetzt. Ja, dass er, dass wir jetzt wieder frei sind. Können wir jetzt anders mit denen reden? Ich wollte eigentlich mit dir reden. Nee. Auch mit dir redest du, also du redest jetzt gar nicht mehr mit den Leuten hier? Traurig er aussieht. Er ist völlig in sich gekehrt. Total weiche Birne. Wie kann ich ihn etwas heiter stimmen? Heiter stimmen soll man den hier. Also bei allen macht er anscheinend so ein bisschen... Ja, rumspinnen. Bei ihm hier nicht. Heiter Stimmen haben wir. Gedächtnis. Vergangenheitsformel. Mit der Diagnoseformel wohl nicht. Nee. Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwas wie eine Heiterkeitsformel kriegen. Ansonsten wüsste ich nicht, wie wir den heiter stimmen sollten. Ja gut, dann reden wir mal mit den anderen. Oder wir versuchen mit den anderen zu reden. Was aber nicht so richtig funktioniert. Okay. Das ist natürlich auch eine Art, den Weg frei zu machen. Okay, wir kommen zum Versuchslabor heraus. Sehr schön.
Was liegt da unten rum? Eine Schnapplurekorn. Okay. Ah, hier geht's in die Kerkersackgasse. Das ist auch gut zu wissen. Da kommen wir also wieder raus. Sehr schön. Versuchslabor. Wir haben Proben. Wir haben Professor Wirrkopf. Was machen Sie mit diesem armen Butzuk? Ich experimentiere mit diesem Butzuk. Ich versuche, ihn zu trocknen. Interessant, oder? Ich weiß nicht, ob das so toll ist. Warum tun Sie das? Aus rein wissenschaftlichem Interesse. Sehen Sie nur seine schöne Farbe. Wenn's klappt, werde ich das Experiment in großem Maßstab durchführen. Sollten wir wahrscheinlich verhindern. Sie meinen mit allen Butzuk? Nun, um alle Butzuk auszurotten. Zur Ehre des Obersacks, der alle meine Arbeiten finanziert. Alle Butzuks ausrotten? Boah, wie heftig. Ach, Sie arbeiten für den Obersack? Ja, und ich habe bereits alle Pflanzen der Stadt zerstört. Ich hasse alles, was wächst. Wie diese Horden von Butzuk, die sich überall vermehren. Er hasst alles, was wächst. Das ist noch relativ wichtig, glaube ich. Ich erinnere mich, glaube ich, was wir mit denen machen müssen. Was machen Sie mit diesem armen Butzuk? Ja, okay. Jetzt wiederholt sich's. Nee, ich glaube, ich erinnere mich noch, was wir mit denen machen müssen. So. Dann lasst uns mal mit den Weisen der Fruchtbarkeit, oder wie es hier heißt, Fruchtbarkeit, reden. Wie, du kannst nicht mit ihm reden? Doch, das geht doch. Herr Weiser, was tun Sie hier? Ich bin hier, um meine grüne Silbe zurückzuholen. Aber ich wurde entführt von diesem Idioten, der mich für ein Experimentierfeld hält. Vielleicht könnten Sie ihn zur Vernunft bringen. Er weigert sich, mir zuzuhören. Ja, das könnte ein bisschen schwierig sein. Ich werde es versuchen. Ansonsten, haben Sie eine Spur von Ihrer grünen Silbe? Meines Erachtens ist nur ein Verrückter, der sich für ein Gemüse hält, in der Lage, die grüne Silbe ohne sein Wissen zu haben. Leider sind die nicht fähig zu sprechen. Ein Verrückter, der sich für ein Gemüse hält. Weiser, was tun Sie hier? Ja, okay. Ich bin hier, um meine grüne Silbe zurückzuholen. Ob das... Aber ich wurde entführt von diesem Idioten, der mich für ein Experimentierfeld hält. Vielleicht könnten Sie ihn zur Vernunft bringen. Er weigert sich, mir zuzuhören. Ob das der eine ist, den wir aufmuntern müssen? Okay, hast du gut gemacht. Passiert da noch mehr, wenn man irgendwie... Hoho, er wird zum Hulk. Ah, jetzt scheint... Nee, jetzt scheint immer noch dasselbe zu passieren. Es ist egal, welches von den Dingern ich anklicke hier. Ah ne, jetzt macht er was anderes. Hm. Passiert es immer, wenn ich das anklick? Ne, es ist rein zufällig, was hier passiert. Es ist rein zufällig. Okay, dann gehen wir mal zum Ventilator-Plattform. Ja, zum Verrückten. Hm. Zu den Verrückten gehen. Aufmuntern. Ich wüsste im Moment nicht, wie ich einen aufmuntern sollte, ganz ehrlich gesagt. Ob's da... Ich weiß nicht auch, ob es eine Zauberformel ist. Mit den Aufmuntern. Hier könnte man, glaube ich, auch noch was machen. Ich glaube, irgendwas mit dem Ventilator. Wir schauen mal auf die Stadt hier raus. Erst einmal. Von hier sieht man auf die oberen Teile der Stadt, wo die Privilegierten leben. Okay.
Okay, sieht man da sonst irgendwie was Genaueres? Ich glaube nicht. Ich sehe eine Terrasse, die von der Statue des Butzuk-Kriegers dominiert wird. Da müssen wir hin. Deshalb ist sie nicht mehr am Ort, auf den Feldern der großen Schlacht. Die Reichen haben sie weggeschafft, um ihre Terrassen damit zu verzieren. Okay. Und hier sieht man auf die Seite der Stadt, alles klar, die Privilegierten leben. Dieser Ventilo müsste mich zur Stadt bringen können, wenn ich Schwein hab. Ja, okay, dann schalt mal das Ding ein. Es passiert irgendwie nichts. Ach. Wir haben doch Benzin. Wir müssen erstmal Benzin auffüllen. Sonst geht ja nichts. Okay, jetzt nochmal. So habe ich eigentlich das nicht gemeint gehabt, dass du das machen sollst. Ihre Aufmachung ist unmöglich. Sie sind hier im Tempel der Lebensfreuden. Wenn die Grafiker nicht zu faul wären, ihre Künste zu beweisen, würden wir uns erheben und sie rauswerfen. Auf jeden Fall haben wir vor, dieses völlig perverse Spiel zu zensieren. Oh je, die wollen dieses Spiel zensieren. Ja, super. Wo sind wir jetzt? Wir sind im Club der guten Sitten. Okay, eigentlich wollte ich diesen, diesen Drachen benutzen. Und damit rumfliegen mit dem Ventilator. Aber es ist ganz gut, dass ich einen Ventilator so angeklickt habe. Ich dachte, er sagt irgendwas, dass er sich noch nicht richtig, dass er sich noch schneller drehen muss oder sonst irgendetwas. Naja, gut. Also gut. Was haben wir denn hier alles? Das sind die Sensoren vom guten Sittenclub. Ist die Aufgabe Ihrer Vereinigung? Sie Flegel! Schließen Sie Ihre Weste! Wir sind verantwortlich für die Wahrung der Moral dieser Stadt! Seit dem Erscheinen des Schnibbel haben sich zahlreiche Stimmen, vor allem aus unseren Reihen, erhoben, um eine Kontrolle der Kulturpolitik zu verlangen. Gibt's sonst noch was? Und was genau sind Ihre Aufgaben? Mein Kollege Arthur, leider etwas kurzsichtig, führt Schnitte durch, die der Kinoproduktion unserer schönen Stadt sehr gut tun. Mein alter Vater Alois hört sich musikalische Werke an. Er vernichtet jene, die der Jugend schaden könnten. Stimmt's nicht, Papa? Oder Papa? Oh je. Sie? Um was kümmern Sie sich? Ich kümmere mich um die ordentliche Kleidung unserer Mitbürger in der Stadt und in ihren Wohnungen. Übrigens habe ich beschlossen, alle Butzuks zu zensieren. Wir können sie nicht mehr ungestraft umherrennen lassen in unseren Straßen mit diesen langen Schwänzen, die sie hinter sich herschleppen. Oh, das ist ja widerwärtig. Ach du Schande, sind die übel drauf. Ist die Aufgabe Ihrer Vereinigung? Okay, jetzt wiederholt es sich. Sie Flegel! Schließen Sie Ihre Weste! Wir sind verantwortlich für die Wahrung der Moral dieser Stadt! Seit dem Erscheinen des Schnibbel haben sich zahlreiche Stimmen, vor allem aus unseren Reihen, erhoben, um eine Kontrolle der Kulturpolitik zu verlangen! Ja, die sind ziemlich übel, aber das habe ich ja gleich gesagt, dass die nicht so gut drauf sind. Was ist mit diesen Kohlebecken hier? Okay, da nix. Aber da haben wir unseren Karl-Heinz, der Portier, der will uns hier reinlassen. Hier geht's zum Amtsschimmelzentrum, das ist gut. Und ich schätze mal, die Privattür wird hier zu sein, da wird wahrscheinlich der Karl-Heinz uns helfen, um hier reinzukommen. Er hat ja gesagt, er öffnet. Nee, es ist verboten, dort lang zu gehen! Das sind Privatwohnungen! Ich denke, Karl-Heinz wird uns da helfen. Der hat uns ja schon gesagt, dass er das, dass er uns reinlassen wird, sobald wir es schaffen, hier in den Club reinzukommen. Hallo Karl-Heinz. Läuft's? Hast du deinen Posten wieder bekommen? Ja, und wie versprochen werde ich dir die Tür des Clubpräsidenten öffnen. Dankeschön. Sag mal, Karl-Heinz, was
Was hältst du von all diesen Leuten? Das sind die Zensoren, deren Aufgabe es ist, die Werke zurechtzustutzen und zu entfernen, was in ihren Augen der Gipfel des schlechten Geschmacks ist. Was fangen die mit ihrer Zeit an? Tatsächlich schneiden sie nur kreuz und quer herum oder machen völlig kaputt unter dem Vorwand, der Schnippel weise ihnen den rechten Pfad. Der Präsident? Der Präsident? Das ist eine Riesensau! Er schließt sich stundenlang in seine Gemächer ein, in Begleitung von Mutanten aus dem Freudenviertel. Sag mal, Karl-Heinz. Okay, jetzt wiederholen Sie es. Dann lasst uns mal in die Gemächer des Präsidenten gehen. Die Werke zurechtzuschutzen und zu entfernen, was in Ihren Augen der Gipfel des schlechten Geschmacks ist. Dann gehen wir mal zu den Gemächern des Präsidenten. Okay, wir kommen aber nicht rein. Ich schätze, wir müssen irgendwas mit diesen Kohlebecken machen, damit die Leute, betäubt sind oder nicht merken, dass wir da reingehen. Ist nur die Frage, können wir da Wasser reingießen? Wenn es ein Kohlebecken ist und wir gießen Wasser rein, dann müsste es doch schön alles verrauchen, oder? Kann das sein? Nee, es kann nicht sein. Stuhl. Den Korn, den müssen wir, glaube ich, eher wo einpflanzen. Ist ja schon gut. Vielleicht können wir einfach den Deckel drauflegen, damit es mehr dampft. Auch nicht. Wir können den Müllsack reinwerfen. Tatsache. Ich glaube, jetzt kommen wir rein, weil sie nichts mehr sieht. Okay, dann hat sich dieser Müllberg auch für irgendetwas gelohnt. Dann gehen wir mal hinten zum Präsidenten rein. Bei dem Ventilator wollen wir auf jeden Fall noch was machen mit dem Drachen. Und wir brauchen noch den Verrückten, der weiß einer die grüne Silber. Wahrscheinlich der Typ, den wir aufheitern müssen. Vielleicht müssen wir aber auch noch mal mit den ganzen Leuten reden. Schauen wir mal. Bis dahin, macht's auf jeden Fall gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.